Ein Dinar Eintritt zum Weinkeller. Montags, Punkt 7 Uhr in der Früh, hielt der Zug am Bahnhof in Beskar. Gerade als der Abfahrtspfiff des Schaffners ertönte, kam Marbot heute im Bahnhof an und erwischte noch den letzten schon in Fahrt befindlichen Waggon, schwang sich hoch, darin hatte er jahrelange Übung und war somit wieder einmal pünktlich im Zug. Dieser brachte ihn als fahrenden Schüler nach Karlowitz, wo er das Gymnasium besuchte. Der Schulvormittag ging leidlich über die Bühne, über Mittag blieb das fahrende Volk in der Schule. Der Schulhof war von einem massiven Zaun umgeben, der jedoch kein unüberwindbares Hindernis für die Schüler darstellte. Hinter dem Zaun floss knietiefes Wasser durch eine Senke. Die Gegend bestand aus Weinbergen. Hier wuchs ein guter und bekannter Wein und fast alle Einwohner hatten ihren eigenen Weinberg und Weinkeller. Inmitten einer Gruppe Schüler saß auch Marbot während der Mittagspause am Rand der Senke. Von der jenseitigen Seite rief ein Mann: »Kommt rüber! Für einen Dinar dürft ihr in den Keller!« Vom Hörensagen wussten sie, dass im Keller ein besonders guter Wein lagerte. »Kommt doch rüber!« rief jener wieder. Darauf überquerten sie die Senke, standen vor dem Kellereingang, bezahlten jeder einen Dinar und betraten den gewölbten, tiefen und dunklen Keller. Der Mann zündete eine Lampe an. »Trinken dürft ihr so viel ihr wollt, aber nur aus den Fässern, auf denen ein Kreidekreuz ist. Hier habt ihr Gläser. Nur mit nach draußen nehmen dürft ihr nichts.« Er überließ den Schülern den Weinkeller. Eigentlich hatten sie gar nicht wirklich vor, Wein zu trinken, wollten einfach nur auch mal dabei gewesen sein, um von den anderen, vor allem vor den jüngeren Schülern, protzen zu können. Jetzt wurden sie doch neugierig und schon plätscherte das Nass aus dem Fass ins Glas. »Mensch, der ist gut! Gib her, den will ich auch probieren! Der hier ist noch besser!« Sie gingen auf Entdeckungsreise und öffneten in ihrer Probierlaune aus Versehen auch ein kleineres Fass, das nicht mit einem Kreidekreuz gekennzeichnet war. Also schnell wieder zugedreht. Trotzdem war schon etwas Flüssigkeit daraus ins Glas geflossen. Es war kein Wein, sondern Weinbrand. Natürlich mussten sie auch den kosten, wo er sich doch schon im Probierglas befand. Einem von ihnen wurde dabei übel. Das war das Zeichen zum Aufbruch. Sie verließen den Keller. Die frische Luft draußen tat das ihre. Sie waren wie benommen. Die Welt sah so komisch aus und sie lachten viel. Richtig betrunken waren sie nicht, nur in sehr guter Stimmung. »Wir müssen unsere Zähne putzen, sonst riecht man.« »Aber womit denn?« Diese Frage war durchaus berechtigt. »Pfefferminzbonbons.« Die Lösung schien gefunden.